Star Wars Fans befinden sich an einem Wendepunkt. 2014 wird der erste der neuen Star Wars Filme gedreht und die Firma, die all die bisherigen Games in diesem Universum herausgebracht hat, gibt es nicht mehr so, wie wir sie kannten. Mit dem endgültigen Einstampfen von 1313 ist auch LucasArts letztes Projekt untergegangen. Kommende Star Wars Spiele werden anderswo entwickelt. Die Verzweiflung unter den Fans ist groß. Doch waren alle bisherigen Games wirklich so beeindruckend? Oder war da nicht auch super heftiger Müll dabei? Wir haben sie zusammengestellt, die 5 besten Star Wars Spiele und die 5 Titel, die man nicht mal an den Rancor verfüttern kann. Die unzähligen Handheld-Spiele und Titel aus der grauen 8-Bit-Vorzeit lassen wir übrigens mal raus, sonst würde diese Liste dank Produkten wie Angry Birds oder Flight of the Falcon endlos werden. Ein unvergesslicher Klassiker aus dem Hause LucasArts ist Yoda Stories. Nach dem exakt gleichen Prinzip aufgebaut wie zuvor Indiana Jones and his Desktop Adventures, sollte der Titel mit seinem minimalistischen Zelda-Gameplay und seinen zufallsgenerierten, aber immer gleich langweiligen Leveln am ehesten noch Minesweeper-Konkurrenz machen und richtete sich damit an Casual-Spieler in der Mittagspause. Als Luke holten wir uns von Yoda auf Dagobah Aufträge ab und flogen dann nach Endor, Hoth oder Tatooine, um simple Rätsel zu lösen. Es sah furchtbar aus, es bot so gut wie kein Gameplay und Story und Dialoge gab's nur rudimentär. Man muss schon ein echter Hardcore-Fan sein, um sich damit länger als 15 Minuten zu befassen und wirklich von Star Wars und Lucasfilm besessen, wenn man so lange spielt, bis man alle Versatzstücke gesehen hat. Der Autor dieses Specials bekennt sich dahingehend schuldig, übt nun aber später Rache. Yoda Stories bekommt unseren super heftiger Müll-Award. Wie man sich richtig an den Mainstream wendet, zeigten hingegen die Lego Star Wars Spiele. Sie sind weder besonders komplex noch besonders schwer, immerhin kann man hier nicht mal wirklich sterben. Und dennoch fesseln sie durch ihren Humor und den Sammelaspekt stundenlang an den Monitor. Die ursprünglichen beiden Lego Star Wars Spiele wurden für so ziemlich alle Systeme umgesetzt und mit ihnen erschufen Traveller Tales ihr eigenes Genre. Heute gibt es ein Dutzend Titel, die dem gleichen Spielprinzip folgen und es ist immer noch nicht langweilig. Selbst Hasser der Prequel-Trilogie, die das Thema des ersten Lego Star Wars war, können das lobend anerkennen. Bleiben wir bei den Prequels. No! In Lego-Form wurden sie spaßig umgesetzt, das war aber natürlich nicht ihre einzige Versoftung. Die neuen Filme brachten uns eine echte Flut von eher halbgaren Spielen und die Clone Wars-Serie setzte da noch eins drauf. Schwer aus dieser Menge an schnell wieder vergessenen Titeln einen herauszugreifen, also nehmen wir den allerersten, The Phantom Menace, das Spiel zum Film. Das Action-Adventure folgte strikt dessen Handlung mit einigen etwas unmotiviert wirkenden Sidequests. Für die Story können wir das Spiel, das zu den 1999 gar nicht mal übel aussah, nicht verantwortlich machen. Dennoch krankt The Phantom Menace an typischen Lizenzspielproblemen. Es wurde recht schnell zusammengeschustert und entsprechend unausgegoren waren Kameraführung und Steuerung. Einige Puzzles waren interessant, aber die Auswahl der Features, in diesem Fall der Machtkräfte, enttäuschte. Letztlich war an diesem Spiel nicht alles schlecht, aber auch nichts richtig gut. Und damit ist es eine Blaupause für viele Prequel-Games, die danach kamen. Ein später Tiefpunkt dürften die Clone Wars Lightsaber Battles gewesen sein. And also counterattack by moving and dodging. This is important, Snips. This will keep you alive. Die beiden Battlefront-Spiele sind immens beliebt und Teil 2 ist das erfolgreichste Star Wars-Spiel überhaupt. Musste daher also in die Liste. Wenn wir ehrlich sind, handelt es sich im Grunde nur um Battlefield-Varianten mit Star Wars-Thematik, aber das ist auch schon das ganze Geheimnis. Der Solo-Part von Battlefront 2 mit seiner Kampagne, die durch die Star Wars-Saga führte, war eher mau, aber der Multiplayer-Modus ist ein Phänomen, das immer noch abertausende Gamer weltweit begeistert. Es ist für viele eben doch cooler, Rebellen mit seinem AT-ST zu zertrampeln, als irdische Soldaten von einem Panzer aus zu beschießen. Mit der Möglichkeit von Weltraumschlachten direkt nahtlos in Enterkommandos und FPS-Kämpfe an Bord von Kreuzern überzugehen, machten die Entwickler zudem einen echten Traum wahr. From any side, in any vehicle, with any weapon. Star Wars Battlefront 2. The Force Unleashed war 2008 das Argument für den Kauf einer Konsole. Die Geschichte um Starkiller, den übermächtigen Schüler Darth Vaders, der im God of War-Stil durch die Galaxis wütet, war ein Riesenerfolg für LucasArts und erhielt sogar den mehr oder weniger offiziellen Titel Bestandteil der Saga.
Naja, mit dem offiziellen Kanon ist es ja bekanntlich schwierig, was Star Wars Games angeht. Force Unleashed 2 wurde diese Ehre jedenfalls nicht zuteil. 2010 erschien der offensichtlich recht schnell gestrickte Nachfolger und auch wenn Teil 1 schon nicht mit einer epischen Spieldauer glänzte, konnte ihn die Fortsetzung noch unterbieten. Es dauerte circa 4 Stunden bis zum Abspann. In dieser Zeit hatten die Spieler im Grunde nichts Neues gesehen, außer einem von zwei verschiedenen Enden, die sich beide nicht mit der Story der Saga vereinbaren ließen. Immerhin war LucasArts scheinbar klar, wie enttäuschend das Ganze war und so kam TFO 2 für schlappe 30 Euro in die Läden und es wurde versucht, den Schaden durch einen 1 Euro DLC zu minimieren. You don't have a way out of this, do you? Oh, I wasn't thinking that far ahead. Der viel coolere Lichtschwertschwinger als Starkiller ist ohnehin Kyle Katarn, auch wenn er keine Sternzerstörer mit der Macht zertrümmern kann. Ende der 90er landete LucasArts mit Jedi Knight einen seiner größten Hits. Das Spiel begann als Shooter und entwickelte sich zum Action-Adventure, in dem das Lichtschwert, diverse rollenspielmäßig ausbaubare Machtkräfte und einige Sprungrätsel eine Rolle spielten. Die Story um 7 dunkle Jedi auf der Suche nach einem uralten Geheimnis wurde nicht nur in fantastischen Live-Action-Cutscenes hervorragend erzählt, sondern auch perfekt durch die Atmosphäre in den Leveln getragen. Die waren übrigens oft non-linear, hervorragend designt und sahen damals auch noch toll aus. Jedi Knight wurde durch das Add-on Mysteries of the Sith fortgesetzt, das für ein paar Mark nochmal genauso viel Umfang und eine völlig neue Story bot, allerdings ohne Live-Action-Cutscenes. Trotzdem vorbildlich. Ein paar Jahre später waren in Jedi Knight 2 zwar wieder keine echten Schauspieler zu sehen, dafür gab es in Deutschland die Originalstimmen von Luke und Lando zu hören und die Lichtschwertduelle spielten sich noch wesentlich geschmeidiger. Der dritte Teil Jedi Academy war immer noch großes Kino, dafür aber verdammt kurz und nicht viel mehr als ein Add-on, das es aber zum Vollpreis gab. Ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Strategie von LucasArts in wenigen Jahren geändert hatte. Jerick has been quite generous in his offerings. Unfortunately, you don't factor into them. Ready? Bleiben wir bei Lichtschwertern. Wenn man sein Spiel Masters of Terras Kasi nennt, obwohl man die Star Wars Lizenz hat, drängt sich schon der Verdacht auf, dass irgendetwas damit nicht stimmt. Vielleicht wollten die Entwickler gar nicht, dass jemand das spielt. Terras Kasi ist ein Beat'em-up im Virtua Fighter-Stil, bei dem sich diverse Promis aus den Filmen in kleinen Arenen auf die Mütze geben. Dafür gibt's noch einen müden Alibi-Plot und es kann losgehen, Problem dabei das Balancing. Zwar verhielten sich die Lichtschwerter eher wie Knüppel, waren aber dennoch übermächtig. Charaktere mit Blastern mussten diese vor jedem Schuss aufladen, was sie extrem verwundbar machte. Wer ein Lichtschwert besaß, hatte eigentlich schon gewonnen. Das mag zwar realistisch sein, aber Spaß geht anders. Nämlich so. Fast alles, was Larry Holland für LucasArts angefasst hat, wurde zu Gameplay Gold. Auch wenn bei der X-Wing-Reihe Star Wars atypisch die Story im Hintergrund stand, gab es kaum Spiele, die dermaßen süchtig machten. Das Original X-Wing, TIE Fighter und schließlich X-Wing Alliance folgten dem gleichen Spielprinzip bzw. besitzen nahezu identisches Gameplay. Es handelt sich um nicht weniger als realistische Raumjäger-Simulationen. Auf Seiten der Rebellen oder des Imperiums bestehen wir Dogfights, erfüllen Aufklärungsmissionen, bombardieren Großkampfschiffe oder eskortieren Verbündete. Im Grunde bestehen diese Titel nur aus einem Haufen Polygonen im schwarzen Nichts des Weltraums, aber das reicht, um hunderte bis tausende Stunden zu beschäftigen, denn Balancing, Steuerung und Atmosphäre sind einfach perfekt, so dass diese Spiele immer noch zu den immersivsten Star Wars Titeln zählen. Eine höhere Spieltiefe dürfte sich auch bei keinem der Titel in dieser Liste finden. Der Einstieg in X-Wing war leicht, aber um schließlich den Todesstern in die Luft zu jagen, musste ein Raumpilot sein Schiff genau kennen und jeden der Befehle beherrschen. Das heißt, fast die komplette Tastatur war mit Funktionen belegt, Schilde umkonfigurieren, Energieverteilung ändern, Waffenbelegung, Kommunikation mit den Flügelmännern und so weiter. Das klingt vielleicht trocken, aber glaubt uns, für Fans der klassischen Trilogie ist das die ultimative Erfahrung. Vermutlich der Tiefpunkt des modernen Star Wars Games auf großen Monitoren dürfte Star Wars Kinect sein. Klar, hier stecken witzige Ideen drin, wie mit einem Rancor Städte zertrampeln, aber mal von der Unausgegorenheit von Kinect allgemein abgesehen, die Lichtschwertduelle und Rennspielchen meist zur Glückssache machte, ist es für die meisten Fans einfach ein Schlag ins Gesicht, wenn sie mit ihren liebgewonnenen Figuren zu Verballhornungen von YMCA und Genie in a Bottle herumzappeln müssen. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Nein.
Knights of the Old Republic gilt gemeinhin als das beste Star Wars Spiel überhaupt und das Tolle ist, man muss die Filme nicht mal kennen, um davon fasziniert zu sein, denn KOTOR spielt 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin und die Querverweise sind daher eher Insider-Gags. KOTOR ist neben Baldur's Gate 2 für den Rumpf von BioWare als Rollenspielgenies verantwortlich und diente den hauseigenen Titeln Mass Effect und Dragon Age auf die ein oder andere Weise als Vorbild. Das RPG bot eine immense Spieltiefe, tolle taktische Kämpfe und eine wendungsreiche Story, die inzwischen fast so ikonisch ist wie die der eigentlichen Saga. Die Charaktere und Dialoge waren hervorragend geschrieben und durch den Mix aus neuen und alten Musikstücken und Designs ergab sich eine unglaublich dichte Atmosphäre. In dieses Universum wollte man einfach nur abtauchen, mit diesen Figuren durch die Galaxis reisen. Als Rollenspiel sprach KOTOR auch jene an, denen X-Wing zu komplex oder Jedi Knight zu hektisch war. KOTOR 2 setzte dann auf die gleichen Stärken, ist im Grunde auch ein geniales Spiel, den meisten aber leider wegen seines unfertigen Endes im Kopf geblieben. Dennoch hat auch dieser Teil zur Legendenbildung um Knights of the Old Republic beigetragen. Diese Spiele haben ein eigenes Star Wars-Universum begründet, das in Comics, Romanen und natürlich dem MMO weiterentwickelt wurde. Gegen die dunkle Seite verteidigen. Das ist das Schicksal des Jedi. Das waren sie, unsere Highlights und Flops aus der Geschichte der Star Wars-Spiele. Klar, man könnte die Liste noch fortsetzen. Sind nicht Rebellion und Force Commander auch relevant? Was ist mit Rebel Assault? Aber auf welcher Seite ordnen wir diese Titel ein? Hier ist das Fandom zerstritten. Sicher ist, egal wie es mit der Marke weitergeht, sie hat nicht nur Höhen hinter sich, sondern auch ein paar echte Tiefpunkte. Künftige Entwickler müssen sich anstrengen, um noch einmal solche Extreme zu erreichen.